Ja, hallöchen, ich bin Dr. Med Wurst. Vorname ist Alpha. Und ich mag es auch mehr, wenn man mich Alpha nennt. Ich spiele Ankh, Kampf der Götter, also der dritte Teil, blind. Ich habe schon mal angefangen, also das erste Level, so ein bisschen weiß ich, wie es geht und was man machen muss. Und also man muss viele dumme Rätsel lösen. Das weiß ich. Ja, ich bin ein großer Fan von Funk Royale, auch noch dazu. Und ich habe mir so gesagt, ey, wenn der Funk das kann, dann kann ich das doch vielleicht auch mal einfach probieren. So, und ich will nicht so berühmt werden wie dieser, wie Funk. Also, gleich vorweg gesagt. Aber, ich habe noch, ach so, genau, den möchte ich auch noch erwähnen. Dark Mies NR. Das ist ein Freund von mir, der macht selber auch Let's Plays. Und, guckt auch mal seine Videos an. So. Und ich weiß nicht, ob ihr Sound hört, und wenn nicht, dann lese ich den Scheiß einfach mal vor. Es sind nicht viele Dialoge, aber ein relativ... Eine friedliche Nacht in Kairo. Ist das peinlich. Ich bin der Flammenmann. Oh, ein Stern. Oh. Das Sterbel des Kamels. Der Typ auf einmal da, der ist weg. Da, okay, scheiße, kann ich nicht zeigen. Der da gerade angerannt kam. Du bist voll eklig. Die gucken sich ja gar nicht an. Er guckt auf den Boden irgendwie. Nee, jetzt nicht. Och ja, bla bla. Ah, nur einer. Wer ist das? Ich. Nein. Scheiße. Pech. Witzig. Das Spiel gefällt mir jetzt schon. Okay, das ist dieses Intro. Das kann ich mal einfach ganz schnell überspringen. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin in einem brennenden Haus. Um genau zu sein, sein Haus. Er ist, Dingsbums, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Wie hieß er denn? Scheiße. Egal, ich hab's vergessen. Und, genau. Mit Linksklick bewege ich die Einheit. Doppel-Linksklick ist er rennen. Und mit Rechtsklick, wenn jetzt sein Auge erscheint, dann redet er einfach bloß dazu. Und wenn er jetzt, wie da zum Beispiel an dem Fan-Handschuh, wenn da jetzt so dieser Hund erscheint oder was das ist, oder... Ach nee, das ist ein Typ, der sich bückt, du sollst das aufheben sozusagen. Also das kann man dann aufheben, das Objekt. Toll. Schick noch besser. Nö, ja, zwei Latten Roste. Schön. Ach, und hier oben wird dann aufgezeigt, was man alles für Items hat. Und man kann auch Items miteinander verknüpfen. So. Okay, dann werden wir jetzt als erstes mal die da oben... Ach genau, da oben ist Tara. Und der soll ich jetzt runterhelfen. Okay, dann legen wir da jetzt einfach mal die... Achso, mit Rechtsklick. Mit Rechtsklick will ich dann auch da oben die Funktion aus. So, und jetzt einfach noch die alte Schmutzwäsche rauf.
Und jetzt muss ich wieder mit Tara quatschen. Also, man muss viel denken in dem Spiel und um ehrlich zu sein. Da ist nur einer, du. Naja. Hui! Wie eine alte Socke. Sie guckt voll komisch. Ja. Inne wohnt. Ich denke mal, das ist Ankh und er ist Asil. Genau. Ja. So, du hebst jetzt einfach mal die Stinke. Ach genau, und da unten mit diesem Button wechsle ich einfach die Charaktere. Und sie rennt dann immer 500 Meter weiter weg irgendwie. Das ist hohl. So, ja, wie schon gesagt, das erste Level kannte ich schon so ein bisschen. Ja. So, jetzt habe ich so eine komische Strickleiter. Voll dumm. Aus dem Lattenrost wird eine Strickleiter. Und die kann ich jetzt wieder mit den Überresten der Treppe benutzen. Oh, Asil geht nach unten. Super, toll. So. Dann gehe ich wieder zu Tara. Tara geht ebenfalls nach unten. So, und sie ist die Einzige, die schwimmen kann, habe ich festgestellt. Haha, ist wohl dumm. Er kann nicht schwimmen. Ja, hör auf zu labern. Tja. Oh, geil, so kriegt man Tipps, das finde ich cool. Oh, ich muss jetzt aber nochmal zu ihm wechseln, weil er hat die ganzen Items, die ich jetzt brauche. Das sind der Obelisk. So, okay, gut, dann geht Asil einfach mal... Okay. Ach so, genau. Tara steckt den Obelisken da rein. So, mit dem hier mache ich jetzt einfach schon mal die Fliegenfalle kaputt. Dichte ich schon mal ab. Ach Quatsch, andersrum. Mit der Fliegenfalle dichte ich den Überlauf ab. So, und jetzt kann ich mit Asil ganz in Ruhe mit der Socke und dem Obelisken das Ding abdichten. Okay, dann drehst du jetzt Wasser auf. Und es sprudelt Wasser heraus. So. Oh, was ist das denn?